Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Llama Rama mit der Juju und ihrer... Anni, du hast deine Unterwasserhose gar nicht mehr an. Und meine Unterwasserhose. Sehr gut. Oh, die Gesamtlautstärke ist bei mir ein bisschen hoch. Ich mach mal ein bisschen runter. Okay. Nein. Oh. Wo hast du denn diese Steine her? Hast du ein bisschen Stein gebrannt? Die habe ich gebrannt, ja. Ich habe Stein gebraten. Yay. Also wir sollen auf jeden Fall, ich guck mal gerade, das hier muss auf jeden Fall auch noch weg. Das war das so. Und dann ist die Frage, du kennst dich im Stall so ein bisschen besser aus. Wie machen wir das? Das hier, die Reihe hier, die noch hier vorne ist, also die hier, wird die schon Stroh oder wird die noch Stein? Ja, das ist wieder so eine Modensache, ne? Also guck mal, was haben wir denn? Wird die Stroh oder Stein, was meinst du? Ich persönlich, normalerweise müsste es halt Stein sein, ne? Weil wir da könnten, ja das Gatter ist. Wir könnten auch das hier so machen, weil wir können auch das hier an der Ecke Stein machen und in der Mitte Stroh. Was meinst du denn dazu? Ich finde, das ist die beste Variante. So Stein und in der Mitte kommt dann Stroh. Okay, dann gucke ich schon mal, ob ich schon mal ein bisschen Strohblöcke organisiert bekomme und ich merke, ich habe nichts mehr zu essen. Ja, wir haben genug Weizen. Ach echt? Oh, ich habe sogar eine ganze Menge dabei, lol. Woher habe ich das denn her? Ich sehe nicht, aber ich weiß, dass ich ganz, ganz viel Weizen gemacht habe. Also ganz viel Weizen gepflückt habe. Weizen. Aber wir brauchen halt auch richtig viele, ne? Weil jeder ein Block ist halt 9 Stück. Wir haben auch sehr viel. Warte mal, ich guck mal ganz kurz rüber. Also ich hatte einen Stack Weizen. Und wir so als Bayern-Ansässige kennen wir uns ja gut aus mit Weizen, ne? Weizen. Das ist der Volksgaudi hier. Wobei ich sagen muss, der vom Franken und Bayern ist schon nochmal ein Heidenunterschied, ne? Also ich finde, das kann man echt nicht vergleichen. Man denkt so, ja Gott, das hat hier so eine Eigenheit, aber es ist halt, ich finde schon den Unterschied enorm. Oder was meinst du so? Uso? Nein, was meinst du so? Uso ist nichts Bayerisches, das ist ein griechisches Dingens da. Oh, wie wäre denn das Pendant zu Uso in Bayern? Ich überlege gerade, was trinkt man denn da so als Schnäpsle? Ich weiß nicht. So, aber genug rumgefrängelt. Als in Franken wäre ich dafür übrigens ausgelacht worden, weil das ist so modefränkisch, wie ich so spreche. Das ist nicht das Urfränkisch, aber... Oh, ich habe einen Name-Tag, wir können einen Name benennen. Ja, stimmt. Wo hast du das gefunden? Hat man das noch in der Truhe? Das habe ich in der Kiste gefunden, ja. Yay, da können wir das neue Llama einen Namen geben. Oh, ist das süß. Das Llama guckt zum Fenster rein. Warte. Oh. Hier, komm mal hier zu mir rein. Ah, jetzt guckt's weg. Oh, es geht weg. Es hat eben hier reingeguckt. Oh, wie eiskalt. Jetzt wieder weg, jetzt kommt's wieder. Jetzt dreht es wieder weg. Oh. Das ist... Das Llama mag dich. Man müsste den Llamas Rüstungen anziehen können, wo wäre das auch lustig. Wie viele Strohdinger brauchst du? Wir brauchen halt für jeden... Ja, guck mal rein, halt. Wir brauchen halt für... Würdest du die Paddocks außen Erde machen? Oder auch Stroh? Nicht Stroh. Komm mal mit. Also es kommt drauf an. Manchmal sind die auch aus Stein, aber wenn du die... Schau. So hier soll das dann quasi aussehen. Und es ist die Frage, wie ja die Paddocks hier außen dann sind, ne? Ja, siehst du mal, Stroh ist schon echt teuer hier dann. Also ich würde sagen, wir machen Erde ist ja außen, oder? Stall. Also ja. Ich würde sagen, das passt doch ganz gut so mit dem Gras. Hier, haben wir einen Amboss? Nee, haben wir nicht. Wir hatten die beim letzten Mal hatten wir. Ah, wir haben aber ganz viele Eisen. Ich mache einen Amboss. Okay. Dann sag mir einen Namen. Für wen? Für das Baby? Weiß ich nicht. Ja, oder für deiner. Oh ja, das muss ich auf jeden Fall einen coolen Namen. Meiner ist welcher? Meiner ist der Türkise. Nein, deiner irgendwo. Ist der Beige. Wo ist der denn? Der Türkise müsste das sein. Aber wo steht der denn? Warte. Ach nee, der ist gerade gar nicht. Der hat gar nichts zum Anziehen. Der ist aber beige. Wie heißt der denn? Socke habe ich ihn genannt. Ja, die haben alle gesagt, dass er Socke heißen soll. Dann soll er aber Stinke-Socke heißen, bitte. Nein.
Wohlduftende Socken. Das passt doch nie im Leben rein. Doch. Wetten? Wenn es reinpasst, darf ich es nennen. Ja, okay. Was man... Ich google mal ganz schnell. Wie man was macht? Ein Amboss? Amboss. Drei Eisenblöcke oben und darunter dann... Achso. Und darunter dann so irgendwie... Und der saugt aber auch Eisen. So. Ja, das stimmt. Da ja, ja. Ja, ja, der geht kaputt. Natürlich gehen Ambosse kaputt. Denkst du, die leben ewig? Ist die Mehrzahl von Amboss Ambosse? Mehrzahl Amboss Amboss. So. Amboss. Ambosse, ja. Ah, okay. Siehst du, das wusste ich gar nicht. Ich hätte auch überlegt, ich vertue mich da ganz oft manchmal. So. Manchmal ist es ja... Wie geht das jetzt mit dem... Ich glaube, oben drei Eisenblöcke und darunter ja. Entweder Stein oder Eisen. Ich weiß auch nicht genau, wie so ein T dann halt darunter so ein aufgestelltes. Minecraft. Ich habe was zu essen da. Okay. Ah, okay. Easy. Fast hast du es richtig. Okay. So, ich habe ein Amboss. Sehr gut. Au, au. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Meine Güte, ich dachte, ich greife gerade ein Vieh an und ich habe mich gerade gewundert. Hey. Boah, hast du mich erschrocken gerade. Ich hätte nicht, damit, bin ich jetzt auch. Ich hab damit ultra nicht gerechnet gerade. Oh Mann. Schockmoment, weil ich gerade so konzentriert war auf das, was ich gerade gemacht habe. Ja, was hast du denn gerade gemacht? An deinen Füßen gespielt? Nee. Nein, Kartoffeln gebraten. Wie haben wir gedacht? Wohlduftende, oder? Ja. Wir könnten es auch abkürzen. Wohlduftende Socke heißt dann, wo du so. Klingt wie Uso. Aber warum klingt für dich heute alles wie Uso? Weiß ich nicht. Das so heißt die Folge übrigens dann. Für Juju klingt Uso, alles Uso, wie Uso. Für Juju. Nein, für Juju klingt alles nach Uso. Ich glaube, habe ich es richtig geschrieben? Oder Juju mag Uso, Socke. Was trinkst du so? Wie hast du die Abkürzung? Wie war deine Abkürzung? Ja, immer die zwei Buchstaben vom jeweiligen Anfang. Wo du so. Wohlduftende ist ein Wort, deswegen heißt es wo so. Nein. Also wo? Nein. Duft. Also wo du so. Oder? Ja, hinter unserem Haus sind total viele gesprengte Stellen. Da müssen wir echt mal mit Erde auffüllen. Das ist schlimm. Tada! Ich komme. Habe ich es richtig geschrieben? Das wäre jetzt peinlich, wenn nicht. Wohl. Warte mal. Wohl. Duft. Wo denn? Ja, müsste schon passen. Wo ist es denn? Nein. Okay. Ist das da? Nee, das ist nicht deiner. Das ist deiner. Der beige, ja. Wohlduftende Socke. Oh Gottes Willen, warum hat jetzt einen mega langen Namen, meine Güte? Oh Mann. Siehst du? Es ist funktioniert. Du hast gesagt, ich darf ihn ganz so nennen. Hast du gerade gesagt, es ist funktioniert? Nein. Hab ich nicht. Ja. An alle, die jetzt zurückspulen, dass ihr seid böse Menschen. Böse. So. Was machen wir jetzt? Ich habe gerade Holz geholt und ich baue halt an dem Haus weiter. Ach so, stimmt. Wenn das Haus fertig ist, dann machen wir uns auf Erkundungstour. Und suchen uns so ein Häuschen. Eine Mansion. Genau, habe ich doch gesagt. Mansion. Soll ich auch Holz hacken? Kannst du machen, ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch jede Menge Holz. Und Stämme danach, oder Holz? Also Stämme brauchen wir für die Umrandung. Also erstmal Stämme. Genau. Und immer schön nachpflanzen, ne? Alles klar. Auf jeden Fall brauchen wir auch noch jede Menge von den Steinen. Wir sind umweltbewusst. Ich habe keine Axt. Ich überlege auch, ob es teilweise nicht hübsch wäre, wenn man im Haus dann irgendwie so Verstrebungen macht, so Holz, ja, so klar, Holzbalken. Sieht das hübsch aus. Aber das Problem ist, wie viele Holzbalken willst du sammeln? Naja, wieso? So viel brauchen wir da gar nicht für, ich würde schon Holzdinger reinmachen. So, meinst du, wie heißt das nochmal genau? Stämme. Das meine ich nicht. Doch, Balken. Genau, Balken heißt es schon. Siehst du? Ich habe dich dran erinnert, also bitte, sei nicht so abwertend. Oh Mann. Okay, wir gucken mal, wie das ausschaut. Kommst du mal ins Erdgeschoss? Warte. Ich muss noch meinen Baum nachpflanzen. Und ihm Liebe schenken.
Ah ja. Ja, sonst wächst er ja nicht. Genau, das tut er nicht. Kleine süße Baum pflanzt sich hier hin und dann wächst er und wird schön groß. Komm, gefällt es hierher. Und hier setze ich noch einen hin und den allerletzten setze ich hier hin. So. Und schön wachsen. Baumkunde. So, also Juli. Guck, schau, so wird es dann normalerweise in der Art, wenn man das machen würde, dann. Boah. Huch, wieso ist denn das hier? Was meinst du dazu? Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, warum das hier schwebt. Wegen der Fackel, oder? Ja, guck, was meinst du so? Ist das so besser oder nicht? Ja, es. Ab und zu ist das sicher schön, also so ein bisschen, weißt du. Das müsste dann, das würde dann halt so aussehen. Wenn man es dann einbindet mit der Deko, dann sieht das. Dann müsste man aber auch, finde ich, hier die durch. Dann müsste aber auch hier, finde ich, im Durchgang wieder ein Holz sein. Ja, würde ich auch machen, sonst sieht das ein bisschen. Na. Ja. Ja, komm, dann machen wir doch diese zwei Balken so. Oh, deine Waffe ist. Mir geht gerade alles kaputt. Brauchst du auch noch irgendwas? Ja, ich mache mir nachher dann nochmal was dann. Was brauchst du denn? Weil wir sind jetzt nämlich eh gleich durch mit der Folge. Kannst ja nicht hier trotzdem gehen. Ja, also ich brauche generell, bräuchte ich halt wieder eine Axt und eine Spitzhacke, fehlt mir. Weil ich habe gerade auch gar kein Werkzeug mehr dann. Jetzt wieder dunkel. So. Aber ich glaube, das wird echt ganz hübsch werden. Ja. So, dann komm mal ganz kurz hierher. Fabi? Bin auf dem Weg. Hier bin ich. Was ist denn das? Wie, was ist was? Was ist denn das? Das habe ich nicht gemacht. Ja, ja, ja. Nee, wirklich nicht. Ja, komm mal her. Guck mal, was ich für dich habe. Hier. Ja. Und hier. Aber, gib mir das. Schau mal, da müssen wir, aber ich glaube, dass wir diesen, das hier oben, da sollten wir wegmachen, mit. Oder? Schau mal her kurz. Komm mal her. Danke dir. Das hier sollten wir wegmachen, oder? Ja. Und da, sollten wir da Holz hinmachen? Was meinst du? Das Ding ist halt, das sieht jetzt natürlich nicht so gut aus, wenn du die Deko nicht mit reinmachst. Das, welche Deko? Ja, was hier am Schluss drinstehen wird. Was meinst du? Soll noch... Ich glaube halt aber, dass wir immer noch auf jeden Fall Holzquerbalken brauchen. Also, dass wir... Ja, natürlich, so überlebt auch kein Haus. Nee, das meine ich... Ich meine nicht das hier. Ich meine, dass wir diese Holzbalken zum Beispiel hier noch einen so quer rüber machen sollen, damit das dann auch dieses Steckprinzip funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn wir so machen. Nee. Wir machen das mit diesen Holzbalken. Ja, okay. Mit dem direkten Holz dann. Okay, genau. Dann müssen wir nur gucken, wie wir das machen, ob wir das, wo quasi das Steckprinzip ist. Müssen wir mal schauen, ob wir das dann einfach hier so noch dazwischen machen. Da überlegen wir uns noch irgendwas und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Sag tschüss, Hugo. Ja, ich habe das gerade verpeilt. Tschüss.